Auch hier wieder Weltpremiere. 2023er Modelle Etrusco, diesmal auf Fiat Ducato 8, was hier steht. Und ja, es ist unglaublich. 45.000 und 45.599 Euro. Dazu kommt allerdings noch das Schlafdach. Das ist eine Option, die kann man oben drauf machen. Und wir haben hier natürlich volle Hütte, Complete Selection, Aufpreis ungefähr 7.299 Euro. Ja, zwei Leute sind da mit mir dabei. Einmal hier der Chef von Etrusco und der Marketingchef von Etrusco. Sie sind beide einen Tag vor der ganz großen offiziellen Pressepremiere. Wir dürfen aber die Videos vorher nicht senden. Trotzdem hier heute 29. März in Italien. Wo sind wir ganz genau? In Tavanelle Val di Pesa. So, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, hallo. Ja, es gab noch ein Steak gestern. Man muss sagen, man kann hier gut essen. Das ist hier, ich sag mal, die Leute, die hier wohnen und leben, haben es die alle immer so gut? Oder ist das so ein Ausschnitt, den wir natürlich als jemand sehen, der ab und zu mal hierher kommt? Na, ich denke, es ist schon definitiv wert, in Italien zu leben, aber auch der ein oder andere Urlaub hier in der Toskana ist natürlich eine Reise wert. Ja, die Leute sind unglaublich stolz im Werk auf die Produktion. Ihr seid aus dem Hümer-Konzern, fertigt hier jetzt in Italien. Und die Produktqualität, sagst du, ist so gut, dass Kunden sogar wiederkommen. Ja, genau. Wir haben ja eines der modernsten Werke hier. Nur wenige Meter, kann man fast sagen, von unserem Standort jetzt entfernt. Und klar, basieren auf dem Know-how der Hümer-Gruppe. So sieht's aus. Ja, das Ganze bei euch ist wenig Varianz. Das bedeutet, du kriegst keine 7000 Grundrisse, dafür aber viele Fahrzeuglängen. Es gibt dann wenigstens aber dann das Schlafdach obendrauf als Varianz, nenne ich es jetzt mal. Kommt das gut an, das Schlafdach? Ja, absolut. Wir sehen gerade im Bereich der 600er Campervans, aber auch im 45 DB schon eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach dem Schlafdach. Ja, 600er bedeutet, ich habe hinten Querbetten. Ganz genau, beim 600er DB haben wir hinten ein Doppelbett quer. Wir haben aber auch andere Bettenvarianten im Campervan auf dem Fiat-Chassis, beispielsweise das Stockbett oder auch die Längseinzelbetten. Der 600er wird oft so als Argument benutzt, naja, den kann man ja noch im Alltag verwenden, wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat. Das geht sehr schnell an die Größe. Also ich sag mal, klar, wenn du vorher vielleicht einen Fiat 500 gefahren bist, dann ist das hier ein bisschen anders, aber die Leute steigen ein. Selbst Mädels, die vorher gesagt haben, ich gehe da nie rein, ich fahre den nie, die fahren dann sagen, ey, ist ja ganz easy. Ja, genau, sehr automotives Fahrradgefühl im Endeffekt. Das sieht man da. Thule Omnistor in Schwarz steht dem Weißen richtig gut. Ihr habt es aber auch raus, das Ganze, weil, ich sag mal, jetzt rein weiß, da wäre so ein reiner Lieferwagen von UPS oder sowas, ja, der da ist. Aber durch das Design ist schon einzigartig, steht dem Auto sehr gut. Ja, also ich denke auch hier wieder die Kontraste mit unserer Type-X-Beklebung in matt-schwarz, matt-anthrazit, ist wirklich eine sehr, sehr gute Ergänzung auch zum Fiat-Grundchassis. Ja, ihr habt rahmenlose oder ich sag mal Fenster, die nicht hervorstehen, die jetzt vorne da sind. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, gut abgesehen davon, dass jetzt natürlich der Windbrüller oben drauf montiert ist. Die Thule Omnistor kriegt man aber wahrscheinlich auch mit Kederleiste beim Händler, wenn man sagt, okay, ich will jetzt keine Markise haben, sondern ein Tarp oder irgendwas drauf. Aber grundsätzlich geht es ja darum, die Optik so clean wie möglich zu machen. Ihr habt tolle Fenster. Ja, es ist auch Teil der Complete Selection, die Rahmenfenster, und passt sich natürlich dann auch nochmal schön ins Auto ein. Sind ganz schwarz? Sind ganz schwarz und ja, einfach vom Design aus sehr schön. Wir gucken gleich mal rein. 2023, der Fiat Ducato 8 hat bei euch unglaublich viel bewirkt, denn es ist ja nicht nur so, dass das Cockpit ein bisschen anders geworden ist, neue Motoren sind da, er ist leiser geworden, habe ich das Gefühl. Ja, leiser, auch nochmal ein bisschen automotiver und auch die Haptik, insbesondere im Armaturenbrett, wirklich sehr, sehr gut gelungen. Complete Selection, ist das das meistverkaufte? 70% oder sagst du? Ja, ich würde sagen sogar drüber. Ja, die Complete Selection beinhaltet alle typischen und beliebten Bestandteile im Bereich der Campervans, beispielsweise Multimedia-Paket, hier auch wieder die Type X Design Edition und viele weitere tolle Features. Wir werden euch heute Nachmittag gleich mal etwas vorstellen. Das ist eine Weltneuheit, zumindest mal für mich. Es ist ein Fahrradträger, bei dem die Fahrräder ganz bequem von hinten aufgeladen werden können, ohne dass man sich irgendwie auf irgendeine Art verrenken muss. Der Vertreter kommt gleich. Dürfen wir einmal ganz kurz einen Blick mal drauf werfen, dass wir das sehen? Sehr gerne. Ja, ihr habt es drüben montiert? Ja, an dem anderen 600er DB, hier auch in Campovolo, die alternative Farbe für den Campervan, auch sehr beliebt. Wollen wir gleich den Backrack mit dem neuen Fahrradhalter sehen. Ja, dafür habe ich jetzt bei meinem Cupra Aufpreis bezahlt, ja, und ihr habt das, ist das Serie oder ist das? Na, das ist eine Option, allerdings eine sehr, sehr beliebte Option. Ich würde sagen, über 50% unserer Kunden wählen die VP Campovolo an. Das heißt, man muss es dann nicht mehr folieren. Ganz genau.
So, und das ist der Träger. Wir wissen nicht, wie er geht, oder hast du mal probiert? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ihn schon mal vor der Nase, ganz neues Modell. Das muss man auch noch sagen, der erscheint diesen Sommer bei uns und wir haben hier ihn auch erstmals aufgebaut auf dem Campervan. So, wenn wir ein extra Video machen, werden das zeigen. Man kann ihn runtersliden, wie funktioniert das? Im Endeffekt ziehst du hier oben, wenn es natürlich locker ist, und er slidet dir hier entgegen, ist natürlich auch super entspannt jetzt mit E-Bikes. Ohne die E-Bikes drauf zu wuppen, nenne ich es mal, kann ich die dann auf die Schiene drauf fahren. Du fährst einfach drauf? Du fährst einfach drauf. Ja, da wünsche ich mir natürlich auch entsprechende Achsen, die auch halten. Aber darüber werden wir noch mal reden mit dem, der es gemacht hat. Auf der rechten Seite hast du einen Multifunktionsträger. Was könnte der können? Also sehen wir hier jetzt am Aufbau. Ich kann hier eigentlich noch so ein zusätzliches Ersatzrad anbringen. Das ist natürlich auch so eine Optiksache, einfach das noch mal mit dabei zu haben. Und ich kann hier unten den Träger herausmachen und kann dort dann noch mal entsprechend eine Box fixieren. Und das einfach als zusätzlichen Stauraum, gerade im Outdoor-Bereich oder auch Fahrradzubehör etc. kann ich mir dann hier hinten draufsetzen. Sieht unglaublich günstig aus. Leider nicht, oder? Nee, nicht ganz, aber der Kollege vom Originalteile Zubehör kann heute Nachmittag sicherlich die ganzen Details dazu liefern. Ja. Ist das ein Originalteil von Fiat? Originalteil Zubehör von Etrusco. Von Etrusco, okay, verstanden. Hinten sieht man auch was ganz Tolles. Da ist jetzt hier so eine Verlängerung unten dran, so eine Rahmenverlängerung, die kann aber nur schön sein, oder? Was ist das? Na, hier geht es um die Wiederholung der Leuchten. Okay. Die so, dass man die nicht sieht. Dass die hier auf jeden Fall klar erkennbar sind. Auch das Thema Kennzeichen muss ja alles gewährleistet sein. Stimmt. So, wir gehen nochmal kurz zurück. Da vorne steht der 600 dB, 45.599 Euro. Komm, wir zeigen mal gerade die technischen Daten. Das Papier hat ein bisschen gelitten, aber für euch machen wir ja alles. Sag mal, das ist ja schon ein guter Preis aus dem Hümer-Konzern. Ich meine, ich kenne ja noch die anderen Hümer-Fahrzeuge, die da sind. Das kann sich aber sehen lassen, sage ich jetzt mal. Also ich sag mal, qualitativ ist das auf einem sehr hohen Niveau, wie wir gleich sehen werden, oder? Ja, genau. Und du siehst auch hier für die 57.000 Euro mit Complete Selection einfach mit der kompletten Ausstattung, sehen wir auch gleich von innen mit schönem, hellen Material, mit Emilia, einfach eine schöne Materialqualität, was da auch mitbringt. Ja, Tuscany. Wir sind in der Toskana, hier mitten in Italien, und das Ganze findet man auch immer wieder im Innenbereich. Thema Isolierung hier oder ich sag mal Wärmedämmung, das ist ich sag mal eine Sache, die Leute einfach mal testen müssen. Der Gasverbrauch nicht allzu hoch, oder? Nee, also wir haben hier auch serienmäßig die Thoma Kombi 4, die ja doch auch sehr sparsam ist. Optional gibt es hier aber auch verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise die Thoma Kombi 6e oder dann auch einen isolierten und beheizten Abwassertank im Campervan. Ja, Philipp hat einiges vorbereitet. Geh mal rein. Du bist wie groß? 1,90 Meter? 1,85 Meter, genau. 1,85 Meter. Und was direkt mal auffällt, ist, der Kühlschrank, ist der neu? Den haben wir seit 2 Jahren dabei im Campervan. Und ja, super Position. Man kann ihn super von innen wie auch von außen bedienen. 180 Grad Gelenk. Ganz genau, haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, damit man auch von außen mal schnell an den Kühlschrank kommt und sich ein kühles Getränk holen kann. Wichtig ist natürlich der Fliegenschutz eingebaut. Auch der wurde immer wieder optimiert. Er gleitet wie von Geisterhand. Ich muss immer aufpassen, wenn man so Prototypen hat, ja, dass es auch immer alles funktioniert. Aber ihr seid recht happy heute, oder? Doch, absolut. Passt alles. Wir sind sehr froh, die Anzahl der geplanten Fahrzeuge auch hier ausstellen zu können. Er gleitet wie von Geisterhand und dann hakt es. So. Es war heute Morgen recht kalt. Thema Camping, als du angefangen hast vor 6 Jahren mit Etrusco, du bist ja schon lange beim Hümer-Konzern, hättest du gedacht, dass sowas wie 20 einmal kommt? Ja, ich denke, das hat keiner kommen sehen. Wir machen das Beste draus aus der aktuellen Situation. Aber wir sind sehr, sehr froh an der hohen Nachfrage auch an Etrusco-Fahrzeugen und sehen einfach, dass das Produkt sehr, sehr gut in die aktuelle Zeit passt. Ihr habt mittlerweile ganz viele Länder, die mit angeschlossen sind. Ihr wart einer der Mitbegründer in Deutschland, also die Fahrzeuge dann vorgestellt haben, und organisiert hier auch das Ganze für die Kollegen mit. Ihr seid ja so ein bisschen auch dafür verantwortlich, ich sag mal mit den Designern zusammen, dass die Produkte am Markt auch entsprechende Käufer finden. Ihr habt euch von Anfang an dazu entschlossen, alles ein bisschen anders zu machen. Trotz des günstigen Preises, hochwertiger Ausstattung, hochwertiges Design. Ganz genau. Das Thema Design liegt bei uns permanent im Fokus. Man sieht es auch hier nochmal im Bereich des Bodens. Hier so ein PVC in Yachtoptik, aber auch dann in den anderen Dekoren und Oberflächen.
Legen wir sehr viel Wert auf die Materialqualität, auf die Haptik. Bei uns im Polster Emilia sieht man wieder dieses hochwertige Fischgrätmuster, auch mit der Doppelnaht am Rand. So, wir werden jetzt mal eins machen. Ihr wolltet unbedingt die Folien entfernt wissen, das machen wir jetzt mal. Ja, das ist immer so ein magischer Moment. Magischer, ja. Moment. Nagelneu, ja. Das ist wie das iPhone, die Folie, ja, aufmachen. Ja, ganz genau. Na, wie ist es? Ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Ja, es sind leider gar keine Luftpolster, die man zerstören kann. Das wär's noch, genau. So, und das ist das Polster. Es ist wirklich die Massenproduktion. Das klingt jetzt so hart, Massenproduktion. Aber ich sag mal, die fehlende Varianz, die macht den Preis erst möglich. Das stimmt, und trotz allem, und das sieht man, glaube ich, auch hier ganz gut, schaffen wir es, sehr individuelle Fahrzeuge dann auch wieder zu schaffen. Ja, Fiat, ihr habt Fahrzeuge Ford gezeigt. Wie oft wird denn bei Fiat der große Motor und die Automatik gewählt? Weil die geht ja doch ein bisschen ins Geld. Ja, bei uns beim Fiat ist die typische Motorisierung sind die 140 PS, die mittlerweile ja im Serienumfang auch behalten sind, aber hat ein gutes Drehmoment, eine gute Fahrleistung und passt sehr, sehr gut, insbesondere zu unseren Campervans. Ja, es gibt das Ganze ja noch mit Originalradio, mit digitalem Display und so weiter. Ich glaube, das ist hier nicht so wichtig, weil man kann doch jede Menge Geld sparen, Accent nimmt, das passt auch sehr gut zusammen. Ganz genau, das ist auch wiederum Teil der Complete Selection. Hier setzen wir auch ein Gerät ein, das Apple CarPlay beispielsweise beinhaltet, aber auch eine Navigationskarte und ja, ist sehr, sehr beliebt. So, Truma Kombi in der einfachen Ausstattung, das Bedienfeld, das kennen wir ja schon, warmes Wasser, idiotensicher zu machen, zumindest mal für so Idioten wie mich, ja, die mit dem CP Plus immer noch nicht klarkommen, aber obwohl es so einfach ist. Dann habt ihr die Kanten in so einem Silber ausgeführt, das sieht doch sehr, sehr schick aus. Und ist das denn auch so belastbar? Ich meine, das sieht jetzt aus, als wäre es aus Stahl gefertigt, aber sag mal, Verarbeitungsqualität steht der Sache nichts nach. Wir dürfen nicht erwähnen, was ihr in der Fabrik noch baut. Ja, da, ich sag mal, ist so ein High-End-Produkt aus Italien, was noch gebaut wird. Namen nennen wir jetzt nicht, aber die laufen quasi vom gleichen Band. Genau, wir fertigen quasi in der gleichen Halle gemeinsam und profitieren natürlich da auch voneinander. So, und da wir nicht erwähnen, was es ist, müsst ihr einfach nur mal eins und eins zusammenzählen. Ja, toll. Also Fiat Ducato 8, Multifunktionslenkrad mit drin. Wir kommen mal zum Aufstelldach. Der Philipp ist ein großer Mann und wird es jetzt mal hochdrücken. Du hast es schon mal ausprobiert, Philipp? Ich habe es schon mal ausprobiert, tatsächlich bei einem anderen Modell. Hier machen wir es natürlich jetzt das allererste Mal hoch. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Guten Morgen, Italien. Und? So, jetzt. Da ist es. Da ist es. Buongiorno, sage ich nur. Ganz genau. Ja, unser Schlafdach hier in Weiß, optional auf allen Fiat Campervans bei Etrusco erhältlich, ab 3.999 Euro hier in Weiß. Bei einem farbigen Chassis, wie beispielsweise vorher beim Campo Volo, gibt es es dann auch in Schwarz mit 4.999 Euro. Ich habe mich mit vielen unterhalten, die sagen, sie nehmen hinten die Fahrräder mit, stellen die rein, schlafen oben. Das ist gerade bei zwei Personen, also es muss nicht immer das Vier-Personen-Auto sein, sondern du hast dann hinten viel mehr Stauraum. Wir können uns das Ganze ja mal anschauen. Beim 600er, kompaktes Fahrzeug, Schlagdach mit dabei. Das heißt, du hast denn deine gewünschten Längsbetten halt am Dach? Ja, ist einfach aus, gerade jetzt im Sommer, einfach was eine entspannte Option nochmal. Unglaublich. Du schläfst da oben, ja, machst dann die Seitenfenster auf, dann hast du einen Durchzug, sage ich mal, wenn du willst, kannst du wieder zumachen. Richtig. Hast immer frische Luft, frischen Sauerstoff. Eine Besonderheit hier auch, du kannst die kompletten Türen um 180 Grad öffnen. Ganz genau, ja. Auch ganz wichtig, um einfach die Zuladung so einfach wie möglich zu machen. Ja, das ist auch nur deswegen möglich, weil ihr hier wieder mal, ich sag mal, Fenster gewählt habt, die automotiv aussehen, auch von hinten. Das heißt, sie sind absolut bündig und dadurch stoßen sie auch nicht an. Gibt ja viele, die so Schalen verwenden, das sieht auch schick aus. Habt ihr die auch, die Schalen? Die sind im Serienumfang, aber Teil der Complete Selection. Auch hier sind wieder diese sehr, sehr schicken Rahmenfenster. Okay, also die anderen auch nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen, wenn einer sagt, hey, ich brauche das eigentlich nur, um darin zu schlafen, zum Urlaubsort zu kommen, da würde auch der ganz normale langen, oder? Ganz genau, da reicht auch eine einfache Variante, ohne Complete Selection beispielsweise. Dennoch verkaufen wir hauptsächlich die Complete Selection, da sie einfach alle typischen Bestandteile oder alle Kundenwünsche auch abdeckt. Die Dometic Rail. Hier hinten schläft man übrigens wie Gott in Frankreich. Ja, ich bin zwar jetzt auch so groß wie der Philipp, aber es gibt ja nicht nur Leute, die 1,90 Meter groß sind. Jetzt hier zweimal 1,85 Meter nebeneinander wäre vielleicht ein bisschen eng, oder? Das durchaus, aber ich glaube trotzdem und auch für die Größe des Fahrzeugs hat man einen entsprechenden Schlafkomfort, wenn man natürlich auch mal mehrere Tage unterwegs ist.
Ja, außerdem könnte meinem Schlafdach einer oben schlafen, einer unten. Das machen ja auch viele, die sagen, hey, wir schlafen gar nicht nebeneinander. Soll es ja geben. Es gibt tatsächlich auch die Getrennschläfer oder natürlich auch die Alternative dann mit Rusco-Portfolio, den 640 SB mit längs Einzelbetten. So, hier unten kann man durchreichen. Philipp, da ist die Leiter. Wir filmen auch gleich mal oben rein, was wir da haben. Aber das Starke, das haben wir gestern ausprobiert, man kann es modular verändern. Zeig mir das mal bitte. Genau, also wir können jetzt hier einfach als Beispiel, nehmen wir uns die Matratzen runter. Die kann man sogar zu Hause lassen, wenn man weiß, man schläft nur oben. Die Fahrräder mitnehmen. Genau, wenn es mal zum Einkaufen geht oder nur so ein Eintagestrip mit dem Fahrrad, wenn man nicht direkt den Fahrradständer am PKW montieren möchte, nimmt man einfach den Campervan und ja, los geht's. Ja, das heißt, du hast einen Riesenplatz, kannst einen kleinen Umzug machen damit, Multifunktionsauto, spart auch nochmal Sprit, wenn man alles auslädt. Das heißt, hier könnte man sich einen Platz schaffen in der Garage. Das wäre so der Zustand, wie ich fahre. Natürlich auch ganz toll für Hundebesitzer, wenn jetzt einer sagt, die schlafen oben, der Hund hat unten sein eigenes Abteil mit Abtrennung. Gibt ja viele Hunde im Campingbereich. Ganz genau, also unsere Kundschaft hat doch tatsächlich sehr oft Hunde und da gibt es auch sehr viele Grundrisse, die da sehr, ja wie soll ich sagen, ja, sehr tolle USPs bieten. Kratzfeste Oberfläche. Ich habe letztes Mal einen Camper gehabt, da ist nur ein Stuhl dagegen gekommen, da war die Folie schon ab. Wie sieht es denn hier aus? Also mit unserem PVC-Boden haben wir gar keine Probleme. Mit den restlichen Dekoren muss man natürlich aufpassen, aber ich denke, das ist ja auch selbstverständlich bei so einem Fahrzeug. Also nicht reinschneiden mit dem Cutter. Ja, wenn ihr mal so nett seid, hier mal gerade öffnet, 2x11 Kilo Duo-Kontroll kann beim Händler nachgerüstet werden, wenn man das möchte. Ganz genau. So, aber man hat denn die Gasflasche mit dabei. Viele fahren ja auch in Sommerurlaub. Das heißt, da langt dann meistens eine kleine Flasche, die man einfach mitnimmt, oder eine 11-Kilo-Flasche voll und ganz, oder? Ja, im Regelfall reicht es. Aber wir haben hier auch die Möglichkeit, tatsächlich zwei Flaschen mitzunehmen. Also hier auch einfach nochmal mehr Flexibilität, wenn man unterwegs ist. So, wir gehen mal rein. Weniger Varianz ist bei euch, bei den Händlern, immer ein Stichwort. Ihr habt es dieses Jahr ad absurdum geführt, ja, durch dieses Produkt hier. Da haben wir einen riesen Film gestern gemacht. Ich hab gezittert vor Angst. Ein Etrusco auf Ford. Ja, Zeit war es dafür und wir sind sehr froh, dass wir die Fahrzeuge hier präsentieren können. Haben ein eigenes Video zugemacht. Ist ein Gamechanger auf jeden Fall, denn jetzt habt ihr mehr Varianz. Das, was die Händler lieben, wo sie sagen, hey, nochmal 50 Fahrzeuge mehr. Ja, aktuell bin ich mir sicher, dass die Händler sehr schätzen, dass wir auch hier die neuen Modelle auf Ford einführen werden. Das ist auch das erste Feedback gewesen. Auch das Feedback der Kunden, die das ein oder andere Bild vom Ford Campervan schon gesehen haben, waren sehr, sehr happy. Dann habt ihr eine ganz kleine Optik hier oben, das den Raum auch nochmal verlängert. Durchgehend weiß, kaum Holz auf dem Boden so ein bisschen. Ich glaube, das war von Anfang an der große Hit, oder? Type X. Ja, und du siehst jetzt auch, wenn wir hier reinkommen, wir haben sehr offene Blickachsen und natürlich mit dem hellen Dekoren, mit dem hellen Polster einfach eine ganz offene Raumgestaltung in dem Sinne. Und deswegen auch so beliebt tatsächlich. So, hier vorne hast du dann noch Lampen mit dabei, USB habt ihr? Richtig, wir haben in allen Fahrzeugen viele smarte Lademöglichkeiten, so würde ich es mal sagen. Wir haben viele USB-Ports einfach geschaffen. Klar, wir kennen es alle heute mit dem Smartphone unterwegs oder Laptop. Das heißt, an vielen Stellen die Möglichkeit, hier einfach die Geräte auch zu laden. So, hier oben, da kann man übrigens runterziehen für kleine Personen. Das kann man dann runterfallen lassen, dass man es leichter zuziehen kann. Ja, es gibt ein Video, da hast du dich hinten aufs Bett draufgelegt. Das geht ohne Probleme, also auch bei 1,85 Meter auf dem hinteren Bett. Also ich kann sehr entspannt schlafen, aber tatsächlich war ich schon privat mit dem Fahrzeug unterwegs über eine längere Zeit. Und wir haben sehr komfortabel geschlafen. So, auch die Sitze, die habt ihr ein bisschen angeschrägt. Gibt nichts Schlimmeres wie 90-Grad-Sitze. Auch da wart ihr mal Probe gesessen, aber ihr habt auch zweimal Isofix. Bei denen haben wir zweimal Isofix, genau wie auch bei den Ford-Modellen. Und das ist natürlich auch die Flexibilität, die ich dann mitbringe für Familien, dort auch entsprechend die Kinder mitzunehmen. So, Küche. Komm, wir zeigen die mal gerade. Kommt mal rein. Drei Personen. Ich glaube, wir müssen mal zusammen Urlaub machen. Zu dritt. Das wird bestimmt lustig. Denn der Christian ist nämlich Weinliebhaber, zumindest mal vom Wein hier aus der Gegend. Das hat dir mal so angetan, dass du deinen PKW mal überladen hast, oder? Ja, man munkelt es. So, da ist es. Dometic lässt grüßen. Ihr habt da auch nicht gespart. Ihr habt hier eine Piezozündung mit drin. Das Ganze kann man abwischen direkt in die Spüle mit rein.
Warum hat man in dem Bad immer noch ein Waschbecken drin? Weil das hat viele gesagt, ja, so ein kleines Auto, da können wir auch hier die Zähne putzen. Aber die Leute wollen das. Haben wir tatsächlich uns auch überlegt, aber hier haben letztendlich die Umfragen und auch die Kunden uns zurückgespiegelt, dass es doch gewünscht ist. Die wollen ein richtiges Bad haben. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Zeig mal bitte. Hast du vielleicht auch noch? Ja. Bitte. Ich wollte nicht unterbrechen. Sag's. Der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank? Ah, den zeigen wir gleich mal. Warte. So, Philipp hat es mir gezeigt. Hier bin ich mal sehr gespannt. Denn, warte, ich drehe mal gerade ein bisschen auf. Ja, es wäre Licht, was wir hier haben. Und wir haben natürlich noch ein Fenster mit drin. Das öffne ich auch mal gerade, dass wir das mal haben. Das Ganze auch natürlich zum Durchlüften. Ist ja goldig. Ihr habt ein winziges Seitz-Rahmenfenster. Sieht aus wie ein Flugzeug so ein bisschen von der Optik. Ganz genau. Ist aber, hat wirklich eine tolle Funktionalität. Man kann nämlich auch die Dusche draußen verwenden. Mhm. Was doch auch sehr, sehr beliebt ist. Ja, ich bräuchte mal mein Model Philipp. Denn geh mal rein von der Größe. Von der Größe. Jetzt bin ich gespannt. Der Ford war schon extrem hoch, oder? Der Ford ist tatsächlich ein bisschen höher. Aber auch im Fiat hat man ausreichend Platz. Ja, war ein gutes Stückchen mehr im Ford. Richtig. Wir haben hier wieder ganz wichtig und auch unten ein Holzbrett. Das ist natürlich ein schönes Designelement, was ich aber im Regelfall rausnehme, wenn ich dusche. Also ich denke nochmal gute 2-3 Zentimeter, die ich locker runterkomme. Also wenn nicht sogar mehr. Mhm. Wenn du mal gerade so nett bist, dich mal hinsetzt, dann kann ich mal auf die Schränke zeigen, die hier oben drin sind. Das heißt, du ziehst hier oben, ziehst du dann diesen Hahn. Genau, also im Endeffekt, also ich würde mich natürlich jetzt nicht, währenddem ich auf der Toilette sitze, duschen, aber ja, ganz wichtig, wenn ich mich dusche, dann kann ich im Endeffekt hier den Duschkopf auch nochmal reinhängen und habe hier einfach mehr Flexibilität drinnen. So, es würde aber gehen. Das heißt, wenn ich nicht so gut zu Fuß bin, ich muss mich hinsetzen, zum Beispiel beim Duschen, das ist ja auch viele, weil wir haben ja ein nahezu barrierefreies Fahrzeug. Ich muss irgendwie ins Fahrzeug reinkommen. Aber die Böden selber, das heißt, von hier aus kann ich rollen, kann hier oben drauf gehen. Es sind ja nicht nur, ich habe mal 23-Jährige, die hier so einen Bus kaufen. Das kostet ja auch ein bisschen was. Auch wenn wir jetzt hier sagen, hier nur 45.000 Euro, das ist für viele Leute viel Geld. Und das ist euch ja auch klar. Das heißt, ihr müsst viel bieten für das Geld. Ganz genau. Also wir sprechen natürlich von viel Geld. Und deshalb ist auch sehr wichtig für uns, dass wir hier vernünftige und solide Produkte liefern, die natürlich auch dann wiederum unseren Designanspruch erfüllen. So, viel Stauraum überall. 6 Meter Länge nur. Interessant. Das heißt, das Ganze sieht man hier. Echtes Holz habt ihr verwendet? Tatsächlich, man sieht ja, hier die Materialien nochmal. In der Dachschrankklappe auch wieder die Häfele-Beschläge mit Servosoft. Dann hast du einen Kleiderschrank. Den hat der Kollege zumindest mal gezeigt. Soll ich zeigen, wo ist er? Wir haben hier vorne. Direkt haben den hier direkt schön neben der. Zeig mal wo. Ach, und da? Am Waschtisch, genau. Nein. Das ist ja zentral und auch wirklich sehr, sehr großzügig. Auch mit einer ausreichenden Fläche. So, das heißt, man kann auch eine Stange reinmachen hier, genau, an der Seite. Das würde gehen. Man kann aber auch irgendwas anderes. Grün reinmachen. Also, ja. Da kann man natürlich die Themen auch individualisieren. Hier auch nochmal eine USB-Lademöglichkeit und auch eine schöne Ablage. Ideal für Smartphone, Kameras, Tablets, was auch immer. So, was da ist. So sieht er aus. Das 23er Modell, immer wieder verfeinert eigentlich der Fiat in Verbindung mit Fiat Ducato 8. Natürlich ein richtig tolles Reisemobil, aber auch ein ganz normales, tolles Alltagsfahrzeug. Also auf 6 Meter Länge ist ja in Amerika, wäre das hier noch ein kleiner, wenn man das als SUV sieht. Thema Spritverbrauch, auch die Motoren wurden noch mal sparsamer. Ganz genau, mit dem Fiat Serie 8 wurden auch die Motoren noch mal weiter optimiert. Mhm. Ja, hier steht er. Verfügbarkeit, großes Thema. Händler haben ja vorgeordert, das heißt, ihr habt viele im Markt im Moment drin, aber die Kastenwagen werden ja euch jetzt wirklich aus den Händen gerissen. Ja, tatsächlich, die Complete Selection Camper Vans von Etrusco sind sehr beliebt, auch in Kombination mit dem Schlafdach. Aber es gibt verfügbare Fahrzeuge im Markt bei unseren Händlern. Wir haben ja ein sehr breites Handelsnetz in Deutschland und wie gesagt, einfach vor Ort informieren, bei den Händlern anfragen und hier gibt es auch zum Teil kurzfristige Verfügbarkeiten. Ja, ihr habt 50 Händler, die haben alle ein bisschen was da. Also man findet die Fahrzeuge natürlich. Wie sieht es denn aus in diesem Jahr? Was ist deine Prognose? Gibt es noch Fahrzeuge im Markt? Ja, also am besten, wie gesagt, bei unseren Handelspartnern vorbeischauen. Die können hier auch detaillierte Informationen geben. Sehr schön. Also erst da bewusst vage, sage ich jetzt mal. Denn wenn diese Videos rauskommen, gerade die neuen 23er, die jetzt kommen, dann auch Preis-Leistungs-Verhältnis am besten mal wirklich mal probieren, auch mal fahren. Also ihr habt die Autos ja selber gefahren. Wie ist das Geräuschverhalten?
Das ist einwandfrei. Wir selber sind ja auch regelmäßig mit unseren Etruscos unterwegs und ja, es macht einfach Spaß. Darf ich noch kurz was zeigen? Denn ihr habt Vans, das ist eigentlich schon so eine Sache. Was war denn zuerst da? War jetzt zuerst der Kastenwagen oder der Teilintegrierte? Was kam zuallererst? Ja, ganz ursprünglich hat Etrusco mit Teilintegrierten angefangen. Darauf kamen dann Alkoven und Integrierte, dann unsere Van-Baureihe, sprich die schmalen Teilintegrierte mit einer Aufbaubreite von 2,14 Meter. Und ja, last but not least die Campervans, die sich aber auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut etabliert haben. Ja, hier haben wir gezeigt, da ist ein Bappal in Rot drauf, das heißt, den haben wir schon gefilmt. Das ist jetzt diese 2,14 Meter Breite und ich glaube, da fangen viele, ich sag mal, viele an zu rätseln, weil preislich liegen die gar nicht so weit auseinander. Nee, letztendlich, man bekommt für den ja, nahezu gleichen, identischen Preis ein anderes Fahrzeug. Ja, da muss der Kunde letztendlich entscheiden, auf was er mehr Fokus legt. Aber bei Etrusco gibt es beides und von daher sind wir auch sehr glücklich, den Kunden ihre Wünsche erfüllen zu können. Die Qual der Wahl, will ich einen Kastenwagen haben, aber du hast im Van doch ein bisschen mehr Platz, weil ich sag mal, ihr könnt dann die Nachteile vom Kastenwagen nochmal, ich sag mal, stark verbessern. Ja, ist auch wirklich einfach diese individuelle Kundenbedürfnisse, die wir hier erfüllen können mit beiden Varianten. Im Endeffekt, Christian hat es ja auch gerade nochmal gesagt, ich habe ein bisschen mehr Breite beim Van und einfach, ja, sag ich mal, die zwei Welten eines teilintegrierten und Kastenwagens kombinieren. Haben wir auch gezeigt, hier vorne steht er. Eins kann man ganz klar sagen, er sieht ein bisschen sportlicher aus, der Kastenwagen. Also für Leute, die sagen, ich will es im Alltag verwenden, du willst ja nicht mehr Wohnmobil das ganze Jahr rumfahren. Mhm. Oder? Ist natürlich etwas automotiver gehalten. Auch das Schlafdach natürlich sehr schön. Dieses Freiheitsgefühl bringt der Campervan doch sicher etwas mehr mit. Aus der Toskana, heute am 29. März 2022, zusammen mit Christian, bitte vollen Namen. Christian Striebel. Ja, du bist der Chef von Etrusco und hier ist der Marketingchef. Wir beide haben uns kennengelernt in Ravensburg, auf dem Parkplatz. Ja. War ganz witzig, wo du gesagt hast, du musst unbedingt mal in die Toskana kommen, da filmen wir das Ganze vor. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist. Wir haben Glück mit dem Wetter, aber das ist hier sowieso etwas besser als sonst, oder? Ja, das war unser Ziel. Wir haben es ja noch sehr früh im Jahr, aber hier schon sehr, sehr sommerlich. Temperaturen und natürlich dann ein gutes Umfeld, einfach die neuen Fahrzeuge auch zu präsentieren. Ja, hier wird nicht geordert, oder? Auf der Messe? Nein, das nicht. Hier wird exklusiv Prototypen ausgestellt und hier auch erstmalig den Einblick in die neuen Modelle gegeben. So sieht's aus in Toskana. Vielen Dank fürs Einschalten. Da unten ist es Borgo di Cortefreda. Ich glaube, das ist das Hotel, wo wir gerade sind. Und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss euch beiden. Ciao. Tschüss, Sven.